Fahr nicht so dicht auf, Philipp. Ist gut, Chef. Fahr nicht über 60. Ich hab doch bloß 5 mehr. Da kann man gar nicht richtig gut fahren, wenn Sie immer dazwischen reden. Jag den dritten Gang nicht so hoch. Ich hätte sowieso gleich geschaltet. Fahr sauber und überlegt. Ich sag kein Wort. Chef, darf ich die Schnecke vielleicht überholen? Bleib lieber dahinter. Wir biegen sowieso gleich zum Rastplatz ein. Mein Philipp war mal wieder eingeschnappt. Ich wusste ja, dass er ganz gut fahren konnte. Aber manchmal war er halt doch ein bisschen leichtsinnig. Und immer hat er andere Dinge im Kopf. Weißt du, Lilly, da müssen wir erst noch mal drüber sprechen. Hey, was habt ihr denn für Geheimnisse miteinander? Philipp hat versprochen, mit mir in die Stadt zu fahren. Sie möchte sich gerne ein Kofferradio kaufen. Also los, kuppel schon ab, ich habe nicht viel Zeit. Moment mal, ihr wollt doch nicht etwa mit dem LKW fahren, das kann doch nicht dein Ernst sein. Chef, ich habe gedacht, wenn wir gerade hier stehen... Denk in Zukunft endlich mal ein bisschen weniger und dann das Richtige. Das linke Hinterrad verliert Luft. Das wechselst du jetzt. Aber Chef, Sie haben doch gerade gesagt, dass wir eine Pause machen. Ja? Zum Rad wechseln? Nimm's nicht schwer, Philipp. Wir können ja ein andermal in die Stadt fahren. Das ist reine Schikane. Das macht doch die ganze Fahrt schon so. Komm, sei lieb. Leiste Gesellschaft. Wenn einmal sowas passiert, das mache ich nicht mehr mit. Da verliert der Chef einen erstklassigen Beifahrer. Ich weiß gar nicht, was mit dem Philipp los ist. Fährt wie ein Anfänger und da will er noch bei deiner Lilly den dicken Mann markieren. Das gibt sich wieder, wenn er erwachsen wird. Ach, was, da hat er bloß Rosinen im Kopf. Ist doch gar kein so schlechter Beifahrer. Naja, wenn Sie ihn ausgebildet haben. Na, trotzdem setze ich den noch mal in die frische Luft, wenn er nicht bald spurt. Komm mir ja fast wie ein Babysitter vor. Da regen sich wieder ab. Ärgern geht auf den Magen. Was soll's denn sein? Reine Bosheit ist das. Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass der Reifen Luft verliert. Also jetzt hör auf zu schimpfen, Philipp. Hausmann weiß schon, was er will. Wer? Er weiß doch nicht mal, dass ein Beifahrer auch ein Mensch ist. Wir sind doch immer gut miteinander ausgekommen. Ja. Weil ich immer einen klaren Kopf behalten habe. Vernünftiger gibt nach. Ja, keine schöne Arbeit, was? Mir macht's eigentlich Spaß. Mir wird's keinen Spaß machen. Aber mir kann das auch nicht passieren. Sonntagsfahrer. Was fahren Sie denn? Lastwagen, eine ganze Menge sogar. Ich bin Versuchsfahrer in einem großen Werk. Ach so, das ist natürlich was anderes. Ich bin gerade unterwegs, um für unsere Firma neue Versuchsfahrer zu werben. Hätten Sie nicht Lust? Naja, wenn man sich da nicht so schinden braucht. Aber keine Spur. Reifenwechsel. Das machen bei uns die Monteure. Wir sind fürs Fahren zuständig. Hm, dann kann er gleich Fernfahrer bleiben. Die sind auch fürs Fahren zuständig. Tag und Nacht, die ganze Woche über. Kreuz und quer durch halb Europa. Aber Fräulein, wir sind doch nicht doof. Bei uns ist es um 5 Uhr Feierabend und samstags frei. Wir fahren fast alles auf unserem Versuchsgelände. Ich habe dort einen Film gedreht. Wenn Sie fertig sind, können Sie sich mal ansehen. Einen Projektor habe ich dabei. Oh ja, Philipp. Wir könnten ins Nebenzimmer gehen. Ja, Sie werden sehen, das ist was anderes als die Zuckelei mit Ihrem Hausmann. Ich baue schon mal auf. Beeil dich, ja? Hallo, Hausmann. Hallo. Oh, du rechnest wohl aus, wie lange deine alte Mottenkiste noch durchhält. Ja, so gut wie du mit deinem fahre ich mit meinem immer noch, Kerra. Wir können es ja mal ausprobieren. Ja. Da ist doch so ein Fahrertest vom Verband. Oh, lass mich damit in Ruhe. Was darf es denn sein, bitte? Ein Bier, bitte. Zwei. Ein Bier, ein Apfelsaft. Ist so, jetzt kneifst du. Ich habe für sowas nichts übrig. Aber dein Beifahrer vielleicht. Da können wir doch sehen, wer besser ist. Dein Bosco oder dein Dickwanst? Stell mir das wahnsinnig interessant vor, immer neue LKWs auszuprobieren.
Das ist es ja auch. Man muss natürlich fahren können und was von Motoren verstehen. Na, seid ihr fertig? Ja. Das wäre doch gerade das Richtige für dich, Philipp. Na und ob, mir macht so schnell keiner was vor. Klar, bei Hausmann haben Sie auch was gelernt. So, wir können anfangen. Machen Sie doch bitte das Licht aus. Das bin ich mit meinen Kollegen. Lauter patente Kerle. Von Lastwagen verstehen sich jede Menge. Du doch auch, Philipp. Na klar, sie würden prima zu uns passen. Geht denn da nichts an den Zügen kaputt? Das sollen wir ja gerade ausprobieren. Nichts wie drauf aufs Gas, ohne Rücksicht auf Verluste. Mann, das sollte mein Chef mal zu mir sagen. Toll, was die für ein Tempo drauf haben. Klar, je rasanter, desto besser. Bei uns gibt's keine Geschwindigkeitsvorschriften. Das wäre mal was für mich. Mal richtig losfahren dürfen. Ja, also was ist? Wollen Sie sich nicht bewerben? Versuchsfahrer, Philipp, das wäre doch was. Mensch, das ist ja was für Froschmänner. Diesmal bleibt er hängen. Mal abwarten. Da braucht man doch sicher einen besonderen Nachweis. Ich war bis jetzt nur Beifahrer. Naja, wenn Sie irgendwas vorzuweisen hätten, wäre es schon gut. Sie könnten sich zum Beispiel an einem Fahrertest beteiligen. Wenn Sie da einen Preis bekommen, ja, das wär's. Da musst du unbedingt mitmachen, Philipp. Na klar, Sie schaffen das schon. Nächstes am 23. Melden Sie sich so schnell wie möglich beim Verband an. Du kriegst bestimmt deinen Preis. Das ist kein Problem, nur was macht mein Chef dann ohne mich? Philipp! Steckt der Bursche bloß wieder. Wer ist schon da, Chef? Ja, glaubst du, ich schicke dir eine extra Einladung? Ich hatte eine wichtige geschäftliche Besprechung. Ah, mit Lilly. Glaubst du, ich bin so blöd? Los, setz dich an Steuer. So langsam kam mir die Galle hoch. Philipp leistete sich ein bisschen mehr, als ich mir bieten lassen konnte. Wenn ich den dicken Tollpatsch nicht so gern gemacht hätte. Weiß der Kuckuck, was er heute im Kopf hatte. Chef? Ja? Was machen wir denn am 23.? Wieso? Ja, ich meine, haben wir da eine Fuhre? Was ist das für ein Wochentag? Samstag. Warum willst du das so genau wissen? Ich hab gehört, da ist ein Fahrertest vom Verband. Na und? Wenn wir da mitmachen können. Ist doch bloß ein Rummel. Na, Chef! Vielleicht könnten wir da einen Preis gewinnen. Lass mich doch mit dem Test in Frieden. Wir überholen den Zug und eine gründliche Wäsche hat er auch wieder mal nötig. Na Chef, so ein Fahrradtest ist eine ganz... den zweiten Gang nicht. Ich hätte aber wirklich Lust... Ja, und schneid die Kurve nicht zu früh an. Der Anhänger kommt sonst aufs Bankett. Beladen, Wagen waschen und Rad wechseln kommt im ersten Teil. Haben Sie noch nie an einem Test teilgenommen? Nein. Na, dann schauen Sie sich das mal genau an. Kurven fahren, Anhänger einparken, Höhen- und Breitentest kommt im zweiten Teil. Ist das alles? Reicht Ihnen das nicht? Oh doch. Also dann bis zum 23. Wiedersehen. Sie müssen sich voranmelden. Seitdem unsere Tests mit einem fröhlichen Fest verbunden sind, ist die Beteiligung sehr hoch. Ihr Name bitte? Müdel. Philipp Müdel. Darf ich die Wagenpapiere sehen? Was für Wagenpapiere? Ich muss eintragen, mit welchem Wagen Sie zum Test erscheinen werden. Hören Sie mal zu, ich dachte, die ganze Fahrerei findet auf einem Testfahrzeug statt. Eben nicht. Gerade die Beherrschung des eigenen Fahrzeugs soll getestet werden. Und stellen Sie sich das bitte nicht so leicht vor. Nein, das nicht. Auf welchen Namen ist Ihr Fahrzeug zugelassen? Hausmann. Martin Hausmann.
Hausmann? Ja? Haben Sie eine Ahnung, wo Philipp ist? Nein, Frau Obermeier. Mein Herbeifahrer geht wohl wieder mal spazieren. Er wollte mir doch einkaufen. Meine Schwester hat mir gesagt, dass er das immer tut. Tja, Molchenstadler hat ihn ganz schön unter der Fuchtel gehabt. Aber beruhigen Sie sich, Frau Obermeier. Mir sollte er die Einspritzpumpe ausbauen. Das kann ich jetzt auch alleine machen. Guten Tag, Herr Hausmann. Oh, Herr Kallenbach. Gib mir der Verband die Ehre. Ich komme in einer ganz offiziellen Angelegenheit. So, was ist denn? Ja, vielleicht wissen Sie es schon. Wir haben bald wieder einen Fahrertest. Ich fahre nicht mit, Herr Kallenbach. Herr Hausmann, wir wissen doch, dass Sie ein ausgezeichneter Fahrer sind. Nein, Sie sollen als Schiedsrichter fungieren. Nee, da suchen Sie sich mal jemand anders. Herr Hausmann, Sie sollten die Sache nicht so einfach ablehnen. Können wir nicht in Ruhe mal darüber reden? Also meinetwegen. Also dieser Fahrertest ist von außerordentlicher Wichtigkeit. Seine Bedeutung für das Verkehrsgewerbe kann gar nicht hoch genug sein. Wissen Sie was, Herr Kallenbach, kommen Sie doch mit auf mein Zimmer rauf, ja? Ist gut, Herr Hausmann. Frau Obermeier? Mhm. Frau Obermeier, stellen Sie sich vor, was ich gemacht habe. Hoffentlich nichts Dummes. Ich habe mich zum Fahrertest angemeldet. Junge, traust du dich das? Sowas mache ich stehend freihändig. Weißt du was? Ich helfe dir. Das ist sehr nett, nur das ist Männerarbeit. Hast du eine Ahnung? Ich weiß doch mit so Sachen Bescheid. Mein Mann hatte eine Autoreparatur. Kann ich dir manchen guten Tipp geben? Junge, Junge, die vom Verband, die werden Augen machen, was? Mensch, prima. Ich habe mich persönlich zur Verfügung gestellt, dann habe ich Herrn Kerrer dazu gewonnen und Sie sehen, Sie dürfen mir keine Absage machen, Herr Hausmann. Also schön, wenn es bei dem einen Mal bleibt. Ich wusste, dass ich mich auf Sie verlassen kann, Herr Hausmann. Und dann Zwischengas geben und gleich rein in den zweiten Gang. Frau Obermeier, verlassen Sie sich ganz auf mich. Du musst nur Acht geben, dass dir der Hänger nicht abrutscht. Dicht halten soll eine Überraschung werden. Sag mal, wo steckst denn du die ganze Zeit? Jetzt habe ich die Einspritzpumpe selber ausgebaut. Man wird ja noch ein Privatleben haben dürfen. Das kann ja wohl warten, bis du wieder frei hast. Ach, seien Sie mal nicht so streng mit dem Jungen. Nein, das kenne ich, das hat Ihre Schwester auch immer gesagt. Ja, Mutchenstadler versteht mich eben. Du kannst ja auf Küchenhilfe umsatteln. Übrigens, am Samstag werde ich nicht da sein. Du musst den Wagen alleine abschmieren. Aha, Chef, Privatleben. Geht's dich was an? Ich habe mich nur gewundert. Sie sagen mir dann am Samstag genau, was ich zu machen habe. Nee, mein Junge, mich kriegst du am Samstag nicht zu sehen. Sag mal, was du kannst. Eine erstklassige Wagenwäsche bitte ich mir aus. Sehe genau nach. In Ordnung, Chef. Samstag bin ich ganz groß in Form. Mir war auch schon wohler. Hätte ich mich nur nicht drauf eingelassen. Wir halten dir die Daumen, Philipp. Am Anfang kann überhaupt nichts passieren. Schwierig wird es in der zweiten Hälfte. Denk dran, was ich dir gesagt habe. Erst richtig anschauen und dann... Ja, schon gut, Oma. Wir brauchen Ihre Kochrezepte nicht. Wie er am besten durchkommt, habe ich ihm schon eingebläut. Wer ist denn das? Das ist Herr Solbitz. Der versteht was von Autos. Er ist Versuchsfahrer. So? Na, der sieht mir gar nicht danach aus. Naja, es tut mir leid, wenn Ihnen meine Nase nicht gefällt. Los, Philipp, fahren Sie auf Ihren Platz. Es geht gleich los. Wir gehen inzwischen einen trinken. Ich lade Sie ein. Prost, mein Herr. Prost. Auf ein gutes Gelingen. Prost, Herr Latzke. Ich danke Ihnen im Namen des Verbandes für Ihre Bereitschaft, im Schiedsgericht mitzuarbeiten. Und auch Ihnen, Herr Latzke, dass Sie die Bewirtschaftung übernommen haben. Bedauerlicherweise scheint ein Teil unserer Kollegen den Sinn unseres Treffens misszuverstehen. So, sind doch fast alle da? Ja, hier im Zelt, aber am Test haben sich nur 7 Fahrer gemeldet. Dann nehmen Sie das doch nicht so tragisch, Herr Kallenbach. Die freuen sich doch, dass wir endlich mal feiern können. Herr Hausmann, Sinn und Zweck dieses Treffens ist auch, dass wir endlich mal miteinander quatschen können. Sonst reicht es immer nur zu einem Winken, wenn wir uns auf der Autobahn mal begegnen. Oder zu einem Wort in irgendeiner Verteilerstelle. Ja, oder wenn mal einer einen Unfall hat. Also ich finde es prima, dass die Jungen mal feiern. Ja, sicherlich, meine Herren. Natürlich ist er ganz richtig, selbstverständlich. Aber die Auswahl der Tests weist ja ebenfalls mehr auf den privaten und humorigen Charakter unserer Veranstaltung. Also bitte, da sind wir uns ja einig. Prost! Was liegt denn hier für eine Tabelle bei unseren Wertungslisten? Ja, die kommen erst ganz zum Schluss. Um den einzelnen Wagentypen gerecht zu werden, habe ich ein kompliziertes Umrechnungsverfahren ausgearbeitet. Aha. Also, meine Herren, ich glaube, wir müssen anfangen. Bitte schön. Herr
Eigentlich dürftest du ja nicht im Schiedsgericht sitzen. Und warum nicht? Na, du bist befangen, dein Boss macht mit. Ach, du hast gerade nötig. An deiner Stelle würde ich das Maul nicht so weit aufreißen. Was soll denn das heißen? Passen ab. Also ich muss jetzt endlich zum Philipp in die Daumen halten. Aber das können Sie doch auch hier fordern, Lilly. Kommen Sie, ich spendiere noch ein paar Würstchen. Also ich weiß nicht recht. Eigentlich sollte ich... Hat ja noch gar nicht angefangen. Denken Sie doch auch mal an was anderes, als immer nur an Ihren Philipp. Was ist denn, Martin? Sag mal, der erste davon, das ist doch mein Lastzug. Ich freue mich, dass Ihr Beifahrer ebenfalls am Test teilnimmt. Du hast also doch was für den Rummel übrig. Ja, hat sich als einer der Ersten gemeldet. Du hast doch nichts dagegen, dass er mitmacht, ne? Wie bitte? Nein, nein, natürlich nicht. Na, der kann was erleben. Jetzt wird's mir zu dumm. Ich muss wissen, wo Lilly bleibt. Reg dich doch nicht auf, Philipp. Du brauchst jetzt ruhige Nerven. Aber ich muss wissen, wo sie ist. Aber du kannst jetzt nicht weg. Es kann jeden Moment losgehen. Ich gehe in Zug. Mach's gut. Meine Damen, meine Herren, hiermit eröffne ich den diesjährigen Fahrertest unseres Verbandes und heiße Sie alle herzlich willkommen. Von Jahr zu Jahr gehen aus dem Test immer zahlreichere, auf Können und Zuverlässigkeit geprüfte Mitglieder unseres Verbandes hervor, wodurch die Gewichtigkeit dieser Einrichtung unter Beweis gestellt wird. Wir beginnen mit dem Wagen beladen als erste Prüfung. Auf die Plätze! Fertig! Los! Na, was sagen Sie jetzt, Fräulein Lilly? Was Ihr Dickerchen auch schafft? Ich muss jetzt unbedingt zu Philipp Persorbitz. Noch ein Schlag? Na klar. Also kommen Sie jetzt? Aber dieses Wagenladen ist doch völlig uninteressant. Als Versuchsfahrer braucht er das nie. Lilly! Wie kannst du Philipp nur allein lassen? Fräulein Lilly hat eben meine Gesellschaft vorgezogen. Du kommst jetzt mit Lilly. Aber Sie können doch nicht einfach über Fräulein Lilly verfügen. Was ich kann, das lassen Sie gefälligst meine Sorge sein, Sie. Nee, wenn Sie Dampf ablassen müssen, versuchen Sie es mal damit. So. Und jetzt lassen Sie uns in Frieden. Schlaghaufer, 47 Sekunden. Meier, 49 Sekunden. Na, Bosk, 41. So schnell war dir noch nie. Müdel, 53. Deine Mickey Maus hat den falschen Gang drin gehabt. Ja, jetzt bist du stolz auf deinen Muskelprotz. Wir kommen jetzt zum Test Nummer 2, dem Wagenwaschen. Die Teilnehmer bitte an die Schläuche. Achtung! 5, 4, 3, 2, Wasser, Marsch! Sei doch froh, dass ich dich ein bisschen abkühle. Ja. Unverschämter Kerl. Lass ihn doch. Solange er Quatsch macht, kann er nicht Wagen waschen. Unser Philipp ist ja wasserdicht. Fräulein Lilly, darf ich mir erlauben? Danke. Ihr Dickerchen kommt ja ganz hübsch ins Schwitzen. Naja, es kann ihm gar nichts schaden. Also, dann halten Sie mal die Luft an, ja, Sie Wald- und Wiesenfahrer. Vorsicht, Oma, überschlag dich nicht. Keine Angst, ich weiß, wann ich bremsen muss. Ich auch. Verflixt nochmal, das können Sie da nicht aufpassen! Was ist denn mit der Wasser? Ja. Mit Fahren hat das aber wenig zu tun. Oh, meinetwegen, aber die Wagen werden sauber. Den kannst du undulieren und schamponieren lassen, er bleibt eine alte Schachtel. Wart's mal ab, wie deiner in 10 Jahren aussieht bei der Pflege. Ich werd verrückt. Deine Renommierkugel wird tatsächlich als erster fertig. Ja, die Lu macht den Meister. Mensch, du schmeißt ja, als wenn du eine richtige Wut hättest. Ja, hab ich auch. Die hat mal in der dein Mädel ausgespannt, was? Der hat gedacht, der kann bei der Lilly landen. Mann, die hat doch bloß Augen für ihren Philipp. Was kommt denn jetzt dran? Radwechsel. Ist das schwierig? Ja, und ob? Ach, dem Philipp kann nichts passieren. Dem habe ich ja einen Kniff von meinem Mann verraten. Der hat immer eine Mischung aus Fett und Graphit an die Muttern geschmiert. Ich nehme mal Kunsthonig.
Schmeckt meiner Mutter besser. Schade, dass Sie nicht mitmachen bei dem Papier. Teilnehmer, Achtung! Wir starten jetzt Test Nummer 3. Auf die Plätze! Fertig! Los! Halt! Ungültig! Mein Schuss ist doch noch gar nicht gefallen! Wir müssen den Start wiederholen! Aber ungültig! Warum denn? Wir sind doch alle gleichzeitig gestartet. Und die Zeit haben wir auch. Unsere Uhren laufen. Können wir mal vergleichen? Genau, alle gleich. Aber mein Startschuss! Ist doch nicht so wichtig. Jetzt nutzt ihm ihr Affenschmalz wenig. Armschmalz braucht's dazu. Armschmalz! Feine Sache, so ein Ersatzreifen. Wiegt ungefähr einen Zentner. Na, dein Brüllenkalb wird doch hoffentlich damit fertig werden. Wie steht denn Philipp in der Wertung? Keine Ahnung. Ich werde in der Pause zu Herrn Hausmann spionieren gehen. Herr Kallenbach, können wir nicht noch Bleistiftspitzen im Test aufnehmen? Herr Hausmann fühlt sich benachteiligt. Ich verstehe das nicht, meine Herren. Wir führen doch hier einen absolut sachlichen Test durch. Und Sie gleiten immer mehr in persönliche Bereiche. Achtung, der Erste ist gleich soweit. Kunststück bei meinem Rezept. Einen Augenblick bitte. Bevor wir die Punkte eintragen, schlage ich vor, dass wir nachprüfen, ob die Räder richtig montiert sind. Ja, meinetwegen. Soll ich dann Witzbold übernehmen? Nein, das mache ich schon lieber selbst. Die Teilnehmer werden gebeten, bei ihren Wagen zu bleiben. Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Guten Morgen, Philipp. Morgen. Chef, was machen Sie denn hier? Schiedsrichter. Ei. Komm, gib mir mal den Schlüssel her. Halten Sie mal bitte meine Listen. Gerne. Halbstarker. Hier muss man es auch haben. Nicht bloß hier. In Ordnung? Nein. Alle 6 Radbutter waren locker. Aha. Was sollen wir denn jetzt eintragen? Mein Vorschlag ist, pro Mutter 5 Strafpunkte. Mhm. Sind die Herren einverstanden? Ich habe nichts dagegen. Einverstanden. Einverstanden. Wiedersehen, Philipp. Bis nach der Pause. Zuerst war ich ja ziemlich wütend über den Streich, den mir Philipp gespielt hatte. Aber mir fing die Sache an, Spaß zu machen. Ich war gespannt, wie mein Dicker gegen Bosk abschneiden würde. Prost! Prost! Der Verband soll leben. So gemütlich war es schon lange nicht mehr. Wodurch die Gewichtigkeit dieser Einrichtung unter Beweis gestellt werden soll. Bei der Kirche im Dorf. Der Kallenbach weiß schon, was er will. Ach, ist doch nur Spaß. Wir sind alle für den Test. Ja, ja, hier drin. Ich habe schon 3-mal teilgenommen. Ja, jetzt sollen die Jungs mal zeigen, was sie können. Ja, Mann, ich komme rüber. Hier ist noch ein Parkplatz frei. Na ja, einen Augenblick mal. Sagen Sie es mit Fassung, Herr Kallenbach. Feiern muss auch sein. Ja, sicher, Herr Latzke. Herr Hausmann, Sie haben doch sicher Hunger und Durst. Bitte. Bis Sie vorne drankommen, ist die Pause ja längst vorüber. Lilly, das ist aber sehr freundlich. Ich halte Ihnen inzwischen die Liste. Aber diesmal hätte es ja kein Apfelsaft sein müssen. Muss ja nicht fahren. Na ja, ein Schiedsrichter braucht ja auch einen klaren Kopf. Ah ja, natürlich. Wo steckt denn Philipp? Der traut sich nicht rein, weil Sie hier sind. Das müssen Sie aber noch ein bisschen üben. Wieso? Braucht man das als Versuchsfahrer? Treffen Sie mal, wenn Sie gerade Kisten geschleppt haben, Rad ausgewechselt haben. Das haben Sie wohl noch nicht gemacht. Komm, gib mal her, Philipp. Donnerwetter! Ihnen kann es aber keiner aufnehmen. Merken Sie das auch schon? Wenn es um Blechbüchsen geht. Ach, süß. Philipp! Du hast doch sicher Hunger. Nein, danke, keine Lust mehr. Jetzt lass doch nicht gleich den Kopf hängen. So schlecht stehst du gar nicht. Ich habe nachgesehen. Nur 39 Punkte zurück. An 5. Stelle. Machen Sie alles so, wie ich es Ihnen gesagt habe. Fahren Sie schneidig und haben Sie keine Bange. Dann können Sie den Boss vielleicht noch einholen. Ach was. Fahr du nur so, wie du es bei Hausmann gelernt hast, Achtung, Philipp. Achtung. Die Teilnehmer werden gebeten, sich zu ihren Fahrzeugen zu begeben. Wenn nur mein Chef nicht dabei wäre.
Meine Herren, lassen Sie sich bitte nicht durch irgendwelche persönliche Verbindung beeinflussen. Aber Herr Kallenbach, wir urteilen streng und sachlich. Aber natürlich. Er bei Philipp, ich bei Bosk. Geben Sie das Startzeichen. Bei der ersten Prüfung nach der Pause mussten die Fahrer eine Art Slalomkurs durchfahren. Mit Anhänger war nicht so leicht durchzukommen. Jede umgeworfene Markierung zählte einen Punkt. Bosk war kräftig am Sammeln. 18. Der fährt doch ein bisschen viel Autobahn, was? Kurven mag dein Adjutant wohl nicht so sehr. Kürz nicht rum, du bist Schiedsrichter. Bei deinem Dicken machen wir am besten gleich eine Null dran. Riskieren Sie vorne was, dort können Sie leichter ausgleichen. Wenn Sie mit dem Hänger mal raus sind, sägen Sie eine ganze Batterie um. Und in Schwung bleiben, das treibt den Hänger nach außen. Herr Müdel, bitte, Sie können fahren. Philipp! Philipp! Bitte zurückbleiben, der Wagen befindet sich im Wettbewerb. Sieht nicht gut aus für deinen Rennfahrer. Ich weiß gar nicht, was in den gefahren ist. Von mir hat er was anderes gelernt. Er kann eben nicht fahren, der Kleine. Sie haben gesagt, so schnell fahren. 29. Wie auf der Kegelbahn. Wer am meisten umwirft, hat gewonnen. Dann noch bei diesem Tempo. Es müsste extra prämiert werden. Der arme Junge. Ja, der räumt ab. Mit meiner Lenkung muss was nicht in Ordnung sein. Ich habe den Lastwagen nicht sauber durchgekriegt. Nein, nicht ganz. Kommen Sie, Freundin. Ich könnte wieder Würstchen vertragen. Hier versäumen wir nicht viel. Guten Appetit. Endlich hatte Philipp begriffen, dass er falsch beraten war. Die folgende Programmnummer war wieder eine Stufe schwieriger. Mit dem Motorwagen musste der Anhänger in eine Lücke geschoben werden. Wird sich zeigen, wer mit seinem Wagen umgeht. Allerdings. Er macht das ganz falsch. Der passt schon auf einen Ziegelstein auf. Bierflaschen müsst ihr hinstellen, da fährt keiner drüber. Bitte zurücktreten, meine Herren. Machen Sie sich mal ja nicht so wichtig. Was wollt ihr denn da? Hier gibt's nichts zu trinken. Du regst dich wieder ab. Was können wir dafür, dass dein Beifahrer nicht mit einem LKW umgeht? Dann seien Sie doch vernünftig und gehen Sie zurück. Begrenzungssteine. Ja, und mit zwei Rädern außerhalb der Markierung macht ihr 15 Strafpunkte, sind zusammen 42. Der Vorsprung von Herrn Bosk findet. Nur noch 8 Punkte. Moment. Sicher, Sie haben recht, die Rechnung stimmt nicht ganz. Zuerst muss ja noch der Herr Müdel fahren. Jetzt fährt er nicht prima? Ja, ein paar Punkte macht er gut. Aber gegen Bosk wird es wohl nicht reichen. Abwarten. Wie steht's denn da draußen? Der Kleine von Hausmann holt auf. Na, wenn der will, kann er fahren. Ja, das muss ich gesehen haben. Ich auch. Der Zug von Kerra fährt sich doch viel leichter. Die nächste Nummer des Testprogramms erforderte ein gutes Augenmaß. Auf 30 Meter Entfernung mussten die Fahrer schätzen, welche Höhe ihr LKW zur Durchfahrt brauchte. Jeder Zentimeter zu hoch wurde als ein Strafpunkt verrechnet. Ich möchte die Fahrer darauf aufmerksam machen, dass das Abwerfen der Stange mit 20 Strafpunkten verrechnet wird.
Feigling. Fehlt noch einiges. 23 Zentimeter. Das sind schon 23 Zentimeter. Oh, 23 Strafpunkte. Der Nächste bitte. Jetzt kommt Philipp dran. Gratuliere, Herr Hausmann. Reiner Zufall. Der Junge hat Glück gehabt. So genau kann man die Höhe gar nicht abschätzen. Oh, wir schon. Jetzt fest Daumen halten. Jetzt geht's um die Wurst. Ja, mir ist schon ganz schlecht vor Aufregung. Bleib ruhig, Kleines. Der Philipp macht das schon. Wer gewinnt denn bis jetzt? Meier hat 563 Strafpunkte. Und mein Bosk 544. Tja, mein Philipp hat nur 534. Meine Herren, wir treten jetzt in eine spannende Endphase unseres Testes ein. Bleib ruhig, Martin. Ist doch alles nur ein Rummel, der dich eigentlich gar nichts angeht. Wir kommen jetzt zur letzten Nummer unseres Programms, dem Breitentest. Oh, das ist unsere Stärke. Ja. Gar nicht schlecht, der Junge. Nehmen Sie doch den. Ja, warum auch nicht? Rechts 6 cm. Links 8 cm. Ja, ist nicht bloß hier, sondern auch hier. Das ist ein Fahrer. Bravo! Fuchteln Sie mir doch nicht vor der Nase rum. Ich will sehen, was Philipp macht. Halt, 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 halt. Gewinkt wird nicht. Bitte, ja. Der ist verrückt. Wenn er berührt, kostet ihn 20 Strafpunkte. Das war der Wind. Nein, berührt 20 Strafpunkte. Drüben sind es 2 Zentimeter. Schade. Das wäre sonst ein tolles Ergebnis gewesen. Haben Sie schon mal zusammengezählt? Ja, die beiden stehen punktegleich. Das Schiedsgericht zieht sich zur Beratung zurück, meine Herren. Ich gehe schon mal ins Zelt. Nach der Siegerehrung gibt es Durst. Komm, Lili, hilf mir ein bisschen. Nein, ich muss erst wissen, wer gewonnen hat. Ja. Es tut mir sehr leid, Herr Kerrer. Ihr Beifahrer ist zwar punktgleich mit Herrn Mödel, aber aufgrund unserer Umrechnungstabelle, welche die Abmessung der Fahrzeuge berücksichtigt, müssen wir den Beifahrer von Herrn Hausmann auf den ersten Rang setzen.
Gratuliere, Martin. Darf ich die Teilnehmer zur Siegerehrung bitten? Herr Müdel mit Fahrzeug. Meine Damen und Herren, die Auswertung des Schiedsgerichts hat einstimmig ergeben, Sieger im diesjährigen Fahrertest ist Philipp Müdel. Bravo! Herr Hausmann, wollen Sie selbst Ihren erfolgreichen Beifahrer prämieren? Eigentlich müsste ich dir ja die Ohren langziehen. Weil ich bei Ihnen was gelernt habe? Na komm, 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 werd nicht größenwahnsinnig. Herr Müdel, setzen Sie sich bitte in den Wagen für ein Foto. Typisch, Philipp. Vor lauter Freude über seinen Sieg erwischte er den falschen Gang. Und das vor Lillis Augen. Bei Philipp war man vor Überraschungen zwar nie sicher, aber auf diesen Knalleffekt war selbst ich nicht gefasst gewesen. Einen besseren Startschuss für unser anschließendes Fest hätte er uns nicht geben können.